Hallo Ariane, um was geht's mir heute? Mir geht's darum, dass ich auch in den letzten Tagen immer wieder herausgefordert war und deswegen auch erkannt habe, wie wichtig das ist, dass wir jetzt in diesen Zeiten 100% eine Vision für uns haben. Einen Plan, etwas, was wir uns unwiderruflich für unser Leben vorstellen. Hallo, hallo, ihr Lieben. Es ist einfach so wichtig. Es sind ganz, ganz schwierige Zeiten, oder da draußen, wenn du rausschaust. Ich sage immer draußen, weil wir wissen ja alle, in unserem Inneren, das ist eigentlich der wichtigere Spielplatz. Das ist eigentlich da, wo wir hinschauen sollen. Aber wir sind ja nicht abgesperrt, wir sind ja Wesen, die haben ein Inneres und wir können nach innen schauen und wir können nach außen schauen. Und was im Moment im Außen ist, ist natürlich eine riesengroße Herausforderung für die meisten Menschen. Und ich weiß, dass ich hier vor Leuten in einer Gruppe spreche, die schon andere Vorstellungen haben von dem, was sie wirklich sind. Und dass sie aufgehört haben, sich im Außen zu spiegeln und sich dadurch zu definieren. Hallo, hallo, Susanne. Dass ihr euch bewusst seid, dass ihr mehr seid als das, was die Gesellschaft in euch gesehen hat bis jetzt, was vielleicht euer Leben euch wiedergespiegelt hat, was ihr seid. Ihr, die ihr hier seid und die mir heute zuhören, ihr habt zumindest eine Ahnung davon, wie Schöpfung funktioniert und dass wir als Schöpfer hier auf dieser Welt nicht so ausgeliefert sind, wie es auf den ersten Blick erscheint. Es ist natürlich im Moment eine riesengroße Herausforderung, wie gehe ich mit dieser Situation um, wie gehe ich damit um, dass mir im Außen keine Sicherheit mehr geboten wird. Es wird mir kein Weg mehr gezeigt. Hallo Conny. Ich weiß nicht, was nächste Woche ist. Permanent verändern sich die Dinge, verändern sich die Rahmenbedingungen, permanent verändert sich alles im Moment. Und das Schlimme ist ja, wenn ich mich da nicht rausnehmen kann, aus dem Außen, und solange ich das Gefühl habe, ich bin ein Teil von diesem Außen, solange schwimme ich mit, solange habe ich eben auch das Gefühl, ich bin ausgeliefert, solange habe ich auch das Gefühl, ich kann nichts planen, ich kann mir nichts vornehmen, weil ich nicht weiß, was da noch kommt. Aber es ist genau das Gegenteil der Fall. Es ist nicht so. Es ist nicht so, dass du nichts tun kannst. Es ist nicht so, Chiara, es ist nicht so, dass du dir nichts vornehmen kannst, dass du deine Träume und dass du deine Wünsche ad acta legen musst, sondern es ist tatsächlich so, dass gerade jetzt, dass es gerade jetzt genau der richtige Zeitpunkt ist, alles, was du dir jemals erträumt und erwünscht hast, hervorzuholen mit dem Wissen, dass es für dich bestimmt ist, dass es für dich auf dieser Welt da ist, weil wenn du es dir wünschen kannst, wenn es in deiner Wunschwelt vorkommt, wenn es dein Bedürfnis ist, wenn es etwas ist, was du gerne hättest, dann kannst du jetzt wissen, dass jetzt der Moment da ist, dass du dich in die Person verwandeln darfst, die diese Dinge hat in ihrem Leben, die dieses Leben führt, das du dir wünschst, die diese Lebensaufgabe hat, die du dir wünschst, die diesen Job hat, den du dir wünschst. Du darfst die Person sein, die den Erfolg hat, den du dir wünschst. All das darfst du dir erlauben, und zwar jeden Moment. Und da geht es nur darum, wie du dich fühlst. Und es geht in keinster Art und Weise darum, was im Außen gerade abläuft. Denn das, was du für dich erkennst,
unweigerlich wird sich im Außen für dich widerspiegeln, wenn du zuerst im Inneren zu der Person geworden bist, die das hat, die das lebt, die das denkt, die das fühlt. Und das ist einfach Training. Es ist ein Training, dass die innere Welt für dich realistischer ist als die äußere Welt, dass du dich mehr damit beschäftigst, was du haben willst, als dass du dich damit beschäftigst, was du hast und was du schon kreiert hast. Und dass du eine Entscheidung triffst für dich. Und die bedeutet, ich fange jetzt an, das Leben zu leben, das ich leben möchte. Ich befreie mich von all meinen Paradigmen. Ich befreie mich von all meinen Einschränkungen und vor allem, ich befreie mich von all meinen Ängsten. Weil die Ängste, die wir haben, die sind meistens sowieso falsch. Die Ängste, die wir haben, die lähmen uns. Die Ängste, die wir haben, die erlauben uns, nicht zu leben. Die Ängste, die wir haben, wenn wir sie nicht genauer anschauen, versauen uns das Leben bis zum Tod. Ich sage es jetzt mal einfach so krass, weil wir nicht gelebt haben vor lauter Ängsten. Überleg dir mal, wovor du alles Angst hast und warum du wegen diesen Ängsten all diese Dinge nicht tust, all diese Dinge dir nicht erlaubst, die du eigentlich dir so sehr wünschst. Es sind nur die Ängste, die dir im Weg stehen. Und die blockieren nicht. Die machen dich steif, die machen dich krank, die machen dich traurig, die machen dich unglücklich. Und das ist nicht notwendig. Ich weiß es, denn ich bin selber jemand gewesen, der gezappelt hat wie ein Fisch im Netz, weil ich mir unendlich lange den Kopf darüber zerbrochen habe, wie ich denn die äußeren Regeln endlich erfüllen könnte, damit ich gut genug bin, um das zu haben, was ich mir wünsche. Und was wünschen wir uns? Erstes Thema, Geld. Wir möchten Geld haben, weil Geld bedeutet für uns Freiheit. Und Geld bedeutet noch viel mehr. Geld bedeutet, dass wir wert sind. Geld bedeutet Selbstwert. Und ob du das eingestehen willst oder nicht, wir definieren uns über unser Geld, über unser Vermögen, über unser Cashflow, über unseren finanziellen Erfolg. Und diesen Stempel, den haben wir uns nicht ursprünglich selber gegeben, sondern diesen Stempel verteilt die Gesellschaft. Wir haben es übernommen. Aber es ist auch hier überhaupt nicht wahr. Es ist nicht wahr, dass ob du viel Geld hast, ob deine Familie viel Geld hat, ob du viel Geld verdienst, ob du viel Geld gespart hast. Wenn du letztendlich wirklich hinschaust, ist es nur eine Illusion, die dir irgendwo von außen wieder reflektiert, ja, du bist wertvoll, ja, du bist gut. Und diese Illusion, die darfst du loslassen. Die darfst du loslassen und darfst dir erlauben, die Person zu sein, die du möchtest. Dich so zu fühlen, so reich, mit so viel Geld zu fühlen, wie du möchtest. Weil erst dann kann das Geld zu dir kommen. Und das ist ein Thema, das ist so wichtig zu knacken. Dieses Geldthema. Dieses Geldthema, ich kann nicht, weil ich kein Geld habe. Ich brauche das Geld für was anderes, nicht für mich. Ich verdiene nicht genug, ich kann nicht investieren und so weiter und so fort. Geldthema ist eines der wichtigsten Themen, die wir für uns klar kriegen müssen. Und dann das zweite Thema ist das Erfolgsthema. Wann bin ich erfolgreich? Wann sehe ich mich als erfolgreicher Mensch? All dieses Raster und diese riesengroße Liste, die ich in meinem Unterbewusstsein habe und nicht mal mir bewusst bin, was das für eine Liste ist, an der ich mich jeden Tag messe, an der ich jeden Tag meinen Erfolg messe. Diese Liste ist riesengroß und diese Liste sagt dir meistens, du bist nicht erfolgreich genug, du bist nicht gut genug,
Du solltest mehr Erfolg haben. In deinem Alter sollte man doch schon viel erfolgreicher sein. Mit deiner Ausbildung solltest du doch schon viel erfolgreicher sein. Das ist diese Liste. Und diese Liste lügt dich an von Tag zu Tag. Sie schränkt dich ein und sie sagt dir immer wieder, dass du nicht gut genug bist, dass du deswegen keinen Erfolg hast und dass du ja viel erfolgreicher wärst, wenn du. Diese ganzen wenn, die Wehe-Fragen, wie, wo, was, wann. Diese Fragen nenne ich die Killer-Fragen, weil diese Fragen, die stoppen dich und die erlauben dir nicht, bedingungslos an dich zu glauben, an deinen Erfolg, an deinen Selbstwert. Das gehört geklärt. Du musst es klären. Du kannst nicht einfach dich weiterhin so runtermachen, dich so fertig machen, dich so aburteilen, um dann zu sagen, deswegen habe ich keinen Erfolg. Es ist nur, dein Erfolg ist da. Dein Erfolg ist jetzt schon hier. Du bist nicht getrennt von deinem Erfolg. Du erlaubst es dir nur nicht und du lässt es nicht zu, diesen Erfolg zu sehen. Das gehört geklärt. Das nächste ist Partnerschaft. Die Partnerschaft ist die intime Beziehung. Alles ist eine Beziehung. Wir haben Beziehungen mit uns selbst, wir haben Beziehungen mit Arbeitskollegen, wir haben Beziehungen mit der Familie und wir haben eine intime Beziehung, eine Partnerschaft. Die Partnerschaft ist wertvoll. Die Partnerschaft oder auch wenn man gerade keine Partnerschaft hat, eine nähere Beziehung, eine freundschaftliche Beziehung, eine intime Beziehung, also nicht im Sexuellen, so eine Beziehung spiegelt dir dich selber. Diese Beziehungen, die sind so, so wertvoll. Und das zu erkennen und zu erkennen, wie deine Beziehungen dir spiegeln, was hier noch bei dir geklärt gehört, wo du noch einer Lüge aufgesessen bist, die dich einhemmt, die dich einnimmt, das darfst du lernen und sehen und erkennen. Und auch erkennen, wie du dein Gegenüber kreierst. Ich liebe Neville Goddard. Und Neville Goddard sagt einfach ganz glasklar, everyone is you pushed out. Und das mag nicht gefallen, wenn man es gerade mit jemandem zu tun hat, der einem tierisch auf die Nerven geht. Der einen vielleicht sogar beleidigt hat oder der einen irgendwo unfair oder ungerechtfertigt behandelt hat. Und der soll, ich, pushed out, der bin ich, den habe ich kreiert, den habe ich geschaffen, erschaffen. Diese Person, die mich gerade belogen und betrogen hat, wie kann das sein? Und das ist nicht schön, ja? Auch ich habe es am eigenen Leib erfahren. Und als ich dann dort reingegangen bin und wirklich gemerkt habe, was ich über diese Person denke, was ich für unterschwellige Vorstellungen über diese Person habe, was ich für unterschwellige Vorwürfe dieser Person immer mache, muss ich sagen, alles klar. Ich habe es noch nie anders erlebt. Es war immer so. Und wenn ich noch so feige war, muss ich doch immer zugeben, jeder, der mich getriggert hat, jeder, der mich immer noch triggern wird, ist everyone pushed out. Jeder aus mir heraus entstanden. Ich sehe, was ich sehen will. Ich nehme wahr, was ich wahrnehmen will. Das, was ich bin, nimmt wahr. Das, was ich bin, beurteilt. Das, was ich bin, erkennt. Und dieses, was ich bin, gilt es zu erziehen. Ich darf mich erziehen, die Dinge zu sehen, zu spüren, die Person zu sein, die ich sein will. Und da brauche ich Zeit. Das muss ich mir klar machen. Ich muss mir den Status quo klar machen. Ich muss klar machen, was denke ich über mich, was denke ich mir über die Welt, was denke ich über meinen Partner, was denke ich über meine Beziehungen. Ich muss mir da mal Klarheit drüber verschaffen, sonst renne ich im Autopilot. Und immer wieder komme ich an das gleiche Problem mit verschiedenen Menschen. Immer wieder. Es ist nie anders. So, und zum letzten Thema kommen wir jetzt noch. Das Thema Urvertrauen. Das ist so, so wichtig. Dieses Thema Urvertrauen ist quasi das unterliegende Thema von
allen Einschränkungen und Ängsten, die ich spüre, die ich zulasse. Je mehr und mehr ich in dieses Urvertrauen reinkomme, je mehr und mehr ich meinem Verstand klar mache, dass wir hier im Urvertrauen leben dürfen, je mehr ich meinem Verstand klar mache, was Urvertrauen bedeutet, es ist bedingungsloses Vertrauen. Aber bedingungsloses Vertrauen in mein Sein, in meinen Seinszustand, in meine wahre Größe, da ist Urvertrauen. Und dieses Urvertrauen ist uns ganz, ganz groß abhanden gekommen, weil wir ja immer gelernt haben, dass wir abhängig sind von anderen, von den Meinungen anderen, von den Entscheidungen anderer, von den Einschätzungen anderer. Ja, wir haben uns immer so riesengroß abhängig gemacht von all diesen Dingen. Und das sind 4 Punkte, die gehören für mich, für jede Person geklärt. Und wenn du diese Punkte klärst, dann wirst du für dich so eine Klarheit haben, Katrin, dass du Durchbrüche hast. Und zwar veränderte Ansichten und damit veränderte Ergebnisse. Und das wünsche ich mir so, so sehr für jeden Menschen, dass er erkennt, dass er die Macht, dass er die Kraft und dass er die Power hat, sein Leben zu verändern. Und dass nichts aus der Vergangenheit in die Zukunft getragen muss. Keine Ansicht, keine Erinnerung, kein Schmerz, kein Leid, kein Frust, keine Verletzung. Nichts von dem, was dich so gelähmt hat, was dich so eingeschränkt hat, musst du in die Zukunft tragen. Du darfst alles hier und jetzt loslassen, aber das ist nicht leicht. Es braucht auch Training. Und weil es so wichtig ist für mich, dass ich diese Punkte mit euch anschaue, mit jedem Einzelnen, die Möglichkeit und den Raum schaffe, da reinzugehen, tief zu gehen und zu transformieren, habe ich mir überlegt, dass ich für alle, die jetzt sagen, ich möchte im September einen Durchbruch haben, ich möchte unbedingt jetzt mal sehen, wie die Dinge zu mir kommen können. Ich will das auch erleben. Ich weiß, es ist möglich, aber ich schaffe es manchmal und ich schaffe es nicht immer. Und deswegen habe ich ein Wahnsinnsangebot für euch, weil es mir so, so wichtig ist. Und zwar, ich starte mit euch am 2. September den Divine Creation Circle. Es ist ein Gruppenprogramm für euch. 4 Wochen, 4 Calls in der Woche, eine Facebook-Gruppe zum Austausch, um sich zu reflektieren, um auch zu sehen, was möglich ist bei mir zu feiern. Und was das Tollste an der Sache ist, es sind eigentlich 5 Wochen. Weil der September ist so lang, sodass ich am 30. September noch meinen Zusatzcall für euch mache. So, es sind also 5 Calls. Jeder Call ist einem von diesen Themen gewidmet. Geld, Erfolg, Partnerschaft und Urvertrauen. Zwischen den Calls wirst du dich reflektieren und zwischen den Calls kannst du an dir arbeiten und deine eigene Transformation erarbeiten mit den Tools, die ich dir vorstelle. Und das Allerbeste an dieser ganzen Geschichte ist, dass du noch ein 1:1 Coaching bekommen kannst, wenn du dich bis morgen Abend anmeldest. Jetzt denkst du bestimmt, okay, habe schon gesehen auf der Homepage und die anderen Angebote und es ist sicher super teuer, kann ich mir nicht leisten. Doch, du kannst es dir leisten. Das Ganze ist 4 Calls plus einer. 4 Wochen, 4 Themen, 444 Euro. Und jetzt fragst du dich bestimmt, wieso? Du bist doch sonst immer so teuer. Du hast doch andere Preise. Ich habe gesehen, Divine Money, 3000 Euro. Ich sag dir wieso. Weil es mich auch nicht kalt lässt, was hier passiert. Weil ich wirklich helfen möchte, dass diese C-Krise zu einer riesengroßen C-Chance wird und zwar für wahnsinnig viele Menschen. Und weil ich weiß, dass es geht und weil ich weiß, dass es jeder kann, wenn er sich auf den Weg macht.
Und deswegen möchte ich dich einladen. Melde dich schnell an, dann kriegst du einen 1:1-Call von 30 Minuten. Die, die bei mir schon im 1:1-Coaching waren, die wissen, dass so ein Call so viel beinhaltet, dass er eigentlich zigmal, 10-mal, 20-mal angehört werden kann und du jedes Mal wieder was Neues rauskriegst. In diesen Calls erkenne ich deine Blockaden. Also schau zu, dass du so schnell dich anmeldest, dass du so einen Call für dich buchen kannst. Und ansonsten, habt ihr Fragen? Es ist mir wirklich so wichtig. Es ist mir so eine Herzensangelegenheit. Und deswegen habe ich auch diesen Post gemacht. Wer will einen Durchbruch? Weil wir können Durchbrüche haben innerhalb von einem Monat, dass du am Anfang des Monats die eine bist und am Ende des Monats oder der eine und die andere bist. Das geht. Ich habe es schon oft genug erlebt. Ich habe es schon oft genug gesehen. Und es ist jetzt so, so wichtig, dass wir uns klar werden, wie wollen wir leben. Es ist so wichtig, dass wir klar werden, was wollen wir erreichen in unserem Leben. Es ist so wichtig, dass wir uns nicht hinreißen lassen von den Geschichten, die im Außen noch geklärt werden müssen. Von aller Politik, von aller Wirtschaftsgeschichten und so weiter und so fort. Wenn wir unsere innere Stärke, unsere innere Klarheit und unsere innere Wahrheit für uns felsenfest erobern, sage ich mal, dann wird uns das nicht beuteln. Im Gegenteil, dann wird es uns Klarheit verschaffen. Und dann werden wir uns ein Leben erlauben und ein Leben genießen und für ein Leben dankbar sein, dass wir gedacht haben, dass es nie für uns möglich ist. Und ich verspreche dir, es ist für jede Person möglich. Und ich hoffe, mit diesem Angebot wirklich hier diesen Zahn der Gruppe getroffen zu haben. Und es ist wirklich etwas, wo ich einfach sagen musste, das will ich jetzt machen, das will ich jetzt ermöglichen, weil auch schon in den 2 Runden Divine Money, es ist so viel passiert. Und schon dort bin ich einfach nur dankbar, dass ich begleiten durfte, dass ich ermöglichen durfte, dass Menschen an sich glauben und dass Menschen an ihre Träume glauben und dass Menschen an die Möglichkeiten glauben, mit denen wir hier als Mensch auf die Welt gekommen sind. Wir sind nicht so eingeschränkt. Auch wenn es uns im Außen immer wieder versucht wird, einzubläuen, dass wir uns nach der Decke strecken müssen, dass wir schauen müssen, was das Außen uns vorgibt, was das Außen uns sagt, was das System von uns haben will und dass wir uns dort einpassen müssen. Nein, 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 nein. Wir kreieren unsere eigene Welt und es ist für jeden absolut 100% möglich. So ihr Lieben, dann will ich es gar nicht mehr so lang machen. Ihr könnt euch anmelden, ich werde es nahe hier noch posten, den Anmeldelink. Es ist so ein mega cooles Angebot und ich freue mich auf euch so, so wahnsinnig, weil ich weiß, wir werden riesengroße Party feiern. Und weil ich weiß, auch dass hier, das was sich jetzt so im Außen so beengend und beschränkend anfühlt, dass es nicht beschränkend ist, sondern im Gegenteil. Es gibt uns Zugriff auf unsere innere Kraft, auf unsere innere Power, auf unsere innere Macht. Und es gibt uns Zugriff auf unsere Klarheit in unserem Kopf, unser Wissen, wer wir wirklich sind. Und das ist wunderbar. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Reflektiert das Ganze nochmal. Schreibt mir, wenn ihr den Link nicht findet, respektive wenn ihr noch Fragen habt, wenn du dir nicht sicher bist, schreib mir einfach Durchbruch und ich setze mich mit dir in Kontakt. Ja, das war's eigentlich für heute. Ich bin mega, mega begeistert, dass ich das jetzt hier lancieren darf. Ich freue mich auf jeden Einzelnen von euch, der am 30. September mit mir feiert und der eine riesenlange Liste oder die eine riesenlange Liste hat, von der sie weiß, das habe ich transformiert.
hier ist ein Durchbruch. Da habe ich transformiert. Das habe ich verändert. Und alles nur in einem Monat. Und warum nur in einem Monat? Weil ich dran geblieben bin. Weil ich mir einen Monat dahergenommen habe. Einen Monat für mich, an mir zu arbeiten, mich zu reflektieren, mich zu transformieren, meine Beschränkungen und meine Blockaden abzulegen. Und weil ich mir 4 Wochen Zeit genommen habe, weil ich 444 Euro in die Hand genommen habe und weil ich es getan habe, weil ich da war für mich und weil ich nicht resigniert habe, sondern weil ich kreiert habe. Und darauf freue ich mich und das sehe ich ganz genau, diese wunderbare Gruppe vor mir von Menschen mit so einem riesengroßen Strahlen, die sagen, scheiße, 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 ich bin so dankbar, ich bin mir so dankbar, dass ich für mich gegangen bin, dass ich für mich eingestanden bin, dass ich an das Große geglaubt habe und dass ich daran geglaubt habe, dass das Große für mich auch möglich ist. Und das ist ein Start, Leute, dann geht's los. Wir machen diesen einen Monat, wir machen diese 5 Calls. Und dann bist du angestoßen, dann bist du ins Rollen gekommen und dann geht es nicht mehr zurück und dann gehst du weiter und du gehst weiter und du gehst weiter. Es ist nicht dazu da, dass wir ankommen Ende September und nichts mehr zu tun haben. Das wird nie so sein. Es wird nie fertig sein, weil wenn du das eine hast, willst du noch mehr haben und es steht dir ja zu in einem Universum der unbeschränkten Möglichkeiten. Es gibt keine Einschränkungen, es gibt kein Gier, es gibt nichts, es gibt, wenn nichts limitiert ist. Warum solltest du nicht alles haben, was du möchtest? Es ist nur der Kopf, der die Limitierungen immer wieder bringt. Und jeden Tag muss ich frei machen. Jeden Tag darf ich wieder über mich selber lachen, über die Dinge, die mir mein Verstand erzählt und weismachen will. Und jeden Tag berichtige ich ihn wieder. Und jeden Tag sage ich zu ihm, weißt du was? Das ist alte Schule, alter Bullshit. Es stimmt alles nicht mehr. Und du musst es lernen. Du darfst es lernen, da so mit dir umzugehen und dich zu führen. Also, ich freue mich, von euch zu hören und wünsche euch einen wunderbaren Abend noch.